Ein super wichtiger Vorteil der Oberflächenbewegung ist, dass Sauerstoff natürlich ins Wasser eingewaschen wird. Der Sauerstoff ist natürlich lebensnotwendig für alle Aquarienbewohner. Hier habe ich den Versamax 2. Und zwar kann man den hier stufenlos regeln. Minimum, Maximum. Jetzt läuft er auf Maximum. Wie man sieht, die Oberfläche wird sehr schön bewegt bis links ins Aquarium. Das Aquarium hat hier eine Kantenlänge von 60 cm. Das ist jetzt volle Power. Man sieht, hier entsteht eine kleine Welle. Ja, wenn ich jetzt den Rucksackfilter drossel, wird die Oberflächenbewegung natürlich geringer. Ich schalte jetzt wieder mal auf volle Power. Die Oberflächenbewegung kann man auch regulieren, und zwar indem man den Wasserstand entweder erhöht oder senkt. Ich habe jetzt den Wasserstand so gewählt, dass hier eine Welle entsteht. Wenn er noch höher wäre, wäre die Oberflächenbewegung dann wieder weniger, und wenn ich den Wasserstand absenke, ist die Oberflächenbewegung auch weniger und das Wasser plätschert dann mehr nach unten. Oft ist es ja der Fall, dass gerade bei neu eingerichteten Aquarien sich eine Kamhaut auf der Oberfläche bildet, das heißt, hier auf der Oberfläche entsteht ja ein schmieriger Film, der auch leicht ölig aussehen kann. Aber auch wenn das Aquarium schon länger läuft, kann diese Kamhaut entstehen. Zum Beispiel, wenn man Industriefutter füttert. Ja, und das Fett in dem Futter ist natürlich leichter als Wasser. Genau, und das steigt dann hier nach oben, setzt sich hier auf der Oberfläche ab. Das kann ich vorbeugen, indem ich natürlich hier eine gewisse Oberflächenbewegung habe. Wie man sieht, es entstehen mehrere Wellen, die bis hier vorne auch an die Vorderseite des Aquariums gehen. Ja, und das verhindert unter anderem eine Kamhaut. Hier auf meinem Frodostone Aquarium sieht man jetzt einen ganz dünnen Film. Wenn ich vielleicht so filme, sieht man es besser. Ja, erster Schritt, was ich jetzt mache. Also ich erhöhe einmal die Oberflächenbewegung. Und was immer sehr gut hilft, wenn man eine Kamhaut hat, man nimmt ein Ceva, legt das auf die Oberfläche, zieht es wieder ab und dann sieht man, ah ja, hier kann man es gut erkennen, wie der Ölfilm dann im Ceva hängen bleibt. Ja, und wenn man das jetzt ein paar Mal wiederholt, dann ist der Film, die beginnende kleine Kamhaut hier, ganz einfach entfernt. Hier bin ich an meinem Diorama-Style-Aquarium. Die Oberfläche ist hier, dort wo die Strömung, die Oberflächenbewegung hinkommt, sehr, sehr sauber, sehr clean. Auch hier hinten. Und durch die langen Blätter der Cryptocoryne crispatula entstehen hier Stellen, wo keine Oberflächenbewegung ist. Ja, und dort findet man überall kleine Schnecken. Und hier kann man vielleicht erkennen, hier ist eine, die gerade die Kamhaut abnuckelt und frisst. Auch hier sieht man ganz viele Schnecken, die das machen. Hier könnte ich jetzt auch einfach ein Ceva drauflegen
und die Oberfläche abziehen. Aber dann hole ich mir auch die ganzen Schnecken mit raus. Das heißt, ich gehe einmal her. So, einmal durchgewischt. Und schon ist die Karmhaut beseitigt. Hier bin ich an meinem Wohnzimmer-Aquarium, dem Rio 180 von Juwel. Hier habe ich eine schöne Oberflächenbewegung. Hier ist ein Außenfilter angeschlossen und am Auslauf habe ich eine Breitstrahldüse montiert. Ja, die Ringströmung geht bis auf die rechte Seite und dann hier hinten wieder zurück. Hier in dem Aquarium wird auch mit Flockenfutter gefüttert für die Feuertetras und die Normen Leuchtaugenfische. Ja, und hier durch die Oberflächenbewegung bekomme ich keine Karmhaut. Natürlich ist es auch so, dass durch eine starke Oberflächenbewegung gerade auch CO2 ausgetrieben wird. Ja, dass man ja mühsam eigentlich ins Aquarium reinpumpt. So auch hier. Na, ich leite also CO2 ein. Ich habe eine, ja, doch schon mittelstarke Oberflächenbewegung hier im Aquarium. Aber der CO2-Gehalt ist ausreichend. Ich habe hier ja 20, 25 Milligramm gelöst und das dauerhaft. Wenn dir das Video gefallen hat, dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr freuen. Bis dann!